Mein Name ist Wolfgang Ping. Ich bin hier zuständig quasi für die Betriebsleitung des gesamten Betriebes. Ich bin seit ziemlich genau 20 Jahren hier im Betrieb. Also wir sind eigentlich ein Holzwerkstoffhersteller. Unser Grundmaterial ist aber die Herstellung von Furnieren, die wir aus Rundholz schälen. Und daraus fertigen wir Skikernplatten. Die Unterschiede in den einzelnen Skikernen sind tatsächlich in der späteren Anwendung zu finden. Das ist also erstmal die Frage, ist das ein Langlaufski, ist das ein Alpinski, ist das ein Rennski? Bei den Rennski ist das sehr, sehr speziell. Die sind sehr, sehr hohen Belastungen ausgesetzt, also brauchen wir da einen relativ schweren Kern. Da spielt zum einen die Holzauswahl natürlich die Rolle, aber auch die Skibauart. Es geht los tatsächlich ja im Wald, wo das Holz geschlagen wird. Gewünscht sind eigentlich Holzarten, die sehr langfaserig sind, weil das die Biegeeigenschaften des Skis sehr positiv beeinflusst. Und da können vom Prinzip her alle Holzarten, die hier heimisch verfügbar sind, eingesetzt werden. In der Hauptsache verarbeiten wir für die Skikernproduktion Pappel- und Tannenholz. Es erfolgt der Transport hierher in den Betrieb. Dort wird das Holz zunächst auf dem Rundholzplatz eingelagert. Es wird auch grob sortiert nach Qualitäten, nach Längen, nach Durchmessern. Anschließend müssen beinahe alle Hölzer, die wir verarbeiten, vorbereitet werden für den Schälprozess. Dazu wird das Holz gedämpft. Dauert eine Weile von 1 bis, sage ich mal, 3 Tagen. Danach wird das Holz wieder aus den Dämpfergruben entnommen, wird der sogenannten Entrindungs- und Kappstation zugeführt. Da werden die Längen quasi für die einzelnen Furnierlängen festgelegt. Im Anschluss daran wird das Rundholz geschält. Wir nennen diese Einzelstücke Rugel, Schälrugel. Nachdem das Holz frisch geschält wird, muss es getrocknet werden. Dann werden die einzelnen Furnierlagen, Furnierblätter zu einer Platte verleimt. Die dicksten Skiplatten, die wir herstellen, sind jene Geschichten, die eher für den Alpinbereich hergenommen werden. Nach dem Verpressen wird diese Platte formatiert. Formatiert heißt bei uns, es wird gesägt, geschliffen, aufgetrennt. Danach ist eigentlich für uns der Skikern schon fertig. Und danach erfolgt nur noch das Verpacken und Transport zum Kunden, zum Skihersteller. Bis vor wenigen Jahren haben wir pro Jahr etwa 2 Millionen Stück Skikerne hergestellt. Das sind mittlerweile deutlich weniger. Das ist einmal der aktuellen Corona-Situation tatsächlich geschuldet. Ein Stück weit gibt es im Skibereich aber auch saisonale Schwankungen. Nun, unser Kundenportfolio ist zum Glück relativ groß. Eigentlich sind alle großen Skimarken bei uns auch Kunde. Da gehört natürlich Stöckli mit dazu, als Schweizer Skifabrik sind wir sehr froh. Da gehört Atomic, Head, Blizzard, Völkel, Nordica, Salomon. Es gibt daneben aber noch sehr, sehr viele kleine Manufakturen, die auch Skikerne von uns beziehen. Tatsächlich tummeln sich auf diesem Markt nur wenige Mitbewerber. In früheren Jahren war es so, dass etwa 6 Millionen Skikerne pro Jahr produziert wurden. Und wie erwähnt, haben wir davon etwa 2 Millionen gemacht. Also kann man fast sagen, dass wir etwa ein Drittel des Weltmarktes beliefert haben. Wobei aber auch natürlich zu erwähnen ist, nicht in jedem Ski steckt auch ein Holzkern drin. Schmerzt uns natürlich etwas, weil der Holzkern grundsätzlich immer
bessere Laufeigenschaften hat als irgendetwas anderes. Also vom Grundsatz her würde ich behaupten, im Skirennbereich kommt keiner an uns als Skikernhersteller vorbei. Mein Name ist Silvan Zurkirchen. Ich bin jetzt Ende im vierten Lehrjahr als Schreiner Fachrichtung Skibau. Und mein Ziel ist nachher, die ganze Abteilung Schleiferei, also Veredelung, zu tätig sein. Wir produzieren natürlich Ski, die weltbesten. Wir fangen an, das Material wird eingeliefert, wird im Lager mal alles kontrolliert, der Bestandteil, wo man ist. Wir liefern eigentlich wirklich alles zu, wirklich eigentlich jede Materialien. Wir holen die Holzkerne vor allem von der Firma Hess, vor allem für alle Rennski. Und der kleine Teil kommt vor allem aus Slowenien oder auch Österreich. Hess ist vor allem hier für die Stabilität, Buchen so genau gleich und Pappeln. Das ist wichtig auch für die Flexibilität wie auch Buchen. Und Pappeln macht natürlich den Ski noch ein bisschen leichter. Wir brauchen natürlich Polyamid-Oberflächen, dann Glasfaserlaminat, sogenanntes Fiberglas, dann Kantengummi, das ist eigentlich für die Dämpfung zuständig im Ski, dann Aluminium-Titanal für die Stabilität, die Laufruhe und auch der Belag, Polyethylenbelag mit sehr viel Graphitanteil, der die Gleiteigenschaft ausmacht. Und Stahlkanten natürlich, dass der Grip entsteht. Dann, wenn man das Material braucht, wird es geholt. Dann wird man es auf die Zuschnittmaschine tun, dann wird man auf die Länge zuschneiden. Und nachher wird der Belag geschanzt für das Belagslogo auf Schweizerkreuzli. Dann geht es eigentlich schon weiter Richtung Fräse von der Laminat, also der CNC-Bereich. Den Holzkern können wir plan schleifen oder besser gesagt noch die Seitenwangen zuleimen. Dann tun wir eigentlich alles zufräsen auf die Form, die Teilierung. Dann wird auf der Seite der Trapez gefräst. Am Schluss noch der Höhenzug drin. Und wichtig, beim Aluminium zuletzt wird es angeschliffen, dass noch der Leim haftet. Dann wird es für das Leimen zweckgerüstet. Wir haben ein spezielles Leimverfahren, das sehr einzigartig ist, das wir nur haben. Ein sogenanntes Trockenverfahren. Und dann wird es in den Trocknungsraum, hier nach dem Leimen, 36 Stunden ist die Trocknungszeit, bevor wir es wieder verbauen. Und dann eigentlich zusammenstellen, und man Schicht für Schicht von Hand den Ski zusammenbauen. Der Ski ist so elastisch und stabil gebaut, dank dem Holzkern. Und natürlich die äußeren Laminate, die den Holzkern auch schützen. Und dabei helfen, den Ski wirklich stabil, laufruhig zu machen, beweglich. Er wird gepresst, 24 Minuten, mit 50 Tonnen Druck und ca. 140 Grad, das ganze Backen. Und dann gehen wir weiter in die Veredelung. Dort wird dann vorgeschliffen von Hand. Dort wird die Seitenkante geschliffen und auf diese Position gefräst. Der Belag vorgeschliffen mit dem Band. Macht eigentlich der Ski macht es eigentlich da ein bisschen hohl, die Kanten werden ein bisschen runder.
Dann wird die Oberfläche angeschliffen. Und zuletzt geht er dann über den Steinkontakt, dass es eigentlich einen sauberen Schnitt gibt. Wirklich einen Schnitt, nicht einen Schliff. Das macht nach der Belag wieder viel feiner. Bei der Finish tun wir eigentlich wirklich komplett fast keinen Abtrag mehr. Fertig schleifen. Wir machen die Struktur zuletzt rein. Die Kanten werden auf einen gewissen Grad geschliffen, dass die Schärfe überkommt. Zuletzt werden sie dann noch händisch fein geschliffen, die Spitze- und Endbereich. Dann ist der Übergang sauber geschliffen, dass man nichts mehr sieht, wo vorgeschliffen ist. Und zuletzt geht es in die Endkontrolle. Dann wird der Ski kontrolliert auf Spannung, ob er sauber schliesst über die ganze Kante. Werden die Beläge mit Aceton gereinigt, die Ski gewachsen, die Spitze montiert und das Schreiberli kannst du geben. Nachher kommt die Seriennummer am Schluss rein. Zuletzt verpackt und bereit gemacht für den Transport. Es geht so um die 4 bis 5 Wochen, sagen wir, ab Siebdruck, also ab hier, wo wir starten mit dem Deckblatt herstellen. Der Steckverschi ist sehr etwas Besonderes, weil unsere Arbeiten aufwendig sind. Wir arbeiten sehr genau, wenn man andere Skimarken vergleicht, von der Qualität her, eben erstens nie so lange hin. Und bei uns ist auch etwas sehr Besonderes für die Rennski. Alle machen durch die gleichen Hände die Rennski wie auch die Ladenski. Also es ist etwas sehr Schönes, was wir auch schätzen und cool finden, dass eigentlich von der Genauigkeit wirklich auch die Ladenski so genau rauskommen wie die Rennski. Also wirklich mit sehr viel Leidenschaft. Bei Stöckli produzieren wir jährlich und ist ca. 60'000 Paar Ski. Also wir haben einen massiven Zuwachs von Stöckli Ski gespürt. Seit 2 Jahren produzieren wir jetzt eben die 60'000 Paar Ski. Vorher sind wir glaube 50'000 Paar Ski gewesen, oder 55'000 Paar Ski. Ich sage, Stöckli hat auch einen grossen Einfluss im Weltmarkt. Klar nicht so einen grossen, weil wir im Gegensatz zu anderen immer noch einiges weniger herstellen. Wir hoffen natürlich mit den Athleten, dass wir dort die Marke noch ein bisschen besser präsentieren können und mehr Leute Stöckli fahren natürlich. Die Firma Stöckli ist sehr wichtig, dass wir erfolgreiche Skifahrer haben, wie sogenannte Marc Odermatt, wo unsere Marke sehr gross in die Welt hineinsetzt, so als junger Athlet so vorne kann mitfahren. Also das ist etwas sehr Grosses, was Stöckli natürlich auch hilft. Und ein grosses Werbeschild natürlich.